Als das Endgame von Path of Exile 2 vorgestellt wurde, haben neue Spieler wahrscheinlich große Augen gemacht, während bereits bestehende Path of Exile 1 Spieler häufiger schmunzeln mussten. Warum das so war, werden wir heute unter anderem im Video besprechen, aber es geht vor allem heute im Video um die einzelnen Endgame-Systeme und euch das auch als Einsteiger näher zu bringen, was das Endgame mitbringt, warum das die Community so positiv aufgenommen hat und was der ganze Trick hinter der Sache eigentlich ist. Um das erstmal in den Grundzügen zu erklären, nehmen wir bereits das erste Endgame-System ins Visier, nämlich den Atlas selbst. Diese Karte, diese Übersichtskarte, die ihr gesehen habt, mit diesen vielen einzelnen Knotenpunkten innerhalb von diesen unterschiedlichen Zonen, das ist der Atlas, die Übersichtskarte, die die Welt repräsentiert mit unendlich aufdeckbaren Zonen und Gebieten, die Karten im Spiel genannt werden. Eine Karte ist sozusagen eine Zone, in die du reisen kannst, voll mit Feinden, die du besiegen musst, um das Ganze erfolgreich abzuschließen. Über diesen Atlas mit diesen Karten entfalten sich eigentlich all deine Endgame-Aktivitäten, also alle Endgame-Systeme auch, die wir heute im Video noch besprechen werden. Und du kannst über diesen Atlas eben steuern und selbst entscheiden, was du machen willst und was du eben nicht machen willst von diesem Endgame. Neben dem normalen Monstertöten auf diesen Karten gibt es manchmal auch das Besiegen von Bossmonstern, was notwendig ist, um die Karte erfolgreich abzuschließen. Aber es erwarten dich eben auch diese unterschiedlichen Endgame-Systeme mit ihren jeweils eigenen Skillbäumen, um dieses Endgame-System zu modifizieren, schwerer zu machen, lohnenswerter zu machen. Das bedeutet, wenn du ein Endgame-System häufiger spielst, bekommst du auch spezielle Belohnungen aus genau diesem System, wie zum Beispiel bestimmtes Crafting-Material und eben Punkte für den Skillbaum von eben jenem Endgame-System. Und dieser Skillbaum macht dieses Endgame-System einfacher bzw. schwerer, aber eben vor allem lohnenswerter für euch, wenn ihr euch da durchgrindet. Das lohnt sich insbesondere deshalb, weil jede spezielle Herausforderung Upgrades für dich freischaltet, die du nur über dieses Endgame-System erhalten kannst. Wenn du also immer stärker werden willst, spielst du entweder bestimmte Endgame-Systeme intensiv oder du machst manche alle nebeneinander parallel, wie auch immer du es willst. Sprechen wir aber mal über diese speziellen Endgame-Systeme, um das Ganze einfach im Laufe des Videos noch klarer zu machen. Der Atlas selbst als Endgame-System stellt euch erst einmal vor die Herausforderung, die Korruption aus dem Land zu vertreiben. Das bedeutet, diese Karten von Korruption zu säubern. Und da spielen Waystones eine große Rolle. Diese Waystones können mit Mods verstärkt werden, um bessere Belohnungen freizuschalten. Also ihr braucht diese Waystones, um in eine Karte teleportieren zu können. Und je stärker dieser Waystone mit Mods verstärkt ist, umso herausfordernder ist die Karte mit den Monstern dann auch und den Herausforderungen, die sich dort stellen. Deshalb ist Vorsicht geboten, höhere Belohnungen bedeuten auch stärkere Gegner. Der Atlasbaum, also der Skilltree für den Atlas, ist ebenfalls mit diesem Endgame-System verknüpft und auch sehr wichtig, denn je mehr ihr den Atlas allgemein spielt, desto mehr könnt ihr auch Punkte für diesen Skillbaum sammeln und in den Baum investieren, um zum Beispiel stärkere Monster zu bekommen, mehr seltene Gegenstände oder zusätzliche Mechaniken verstärken zu können oder freischalten zu können. Des Weiteren bietet der Atlas einzigartige Biome, also jede Karte, in die ihr teleportiert, ist thematisch einzigartig, zum Beispiel Dschungel, Gebirge oder unterirdische Höhlen oder Wüste und so weiter. Da gibt es jede Menge Vielfalt. Und es ist auch hier anzumerken, dass bereits betont wurde, dass verschiedene Karten und Kartenarten eben eine unterschiedliche Monsterdichte beinhaltet und das lohnt sich natürlich auch für besondere Endgame-Systeme, die man dann vielleicht lieber auf diese Art von Karte spielt oder lieber auf der anderen Art von Karte. Dazu aber jetzt gleich mehr, denn wir tauchen schon ins zweite Endgame-System ein, um das einfach alles ein bisschen aufzudröseln. Und da gehen wir weiter mit Breach, also Bruch.
Das sind Risse in die Anderswelt. Reach führt Spieler in eine alternative Dimension, die von Dämonen bevölkert wird. Durch das Öffnen von Breaches treten Monsterwellen hervor, die besiegt werden müssen, um die Risse offen zu halten. Spieler können die Breach-Mechanik verstärken und sogar in die Welt der Dämonen selbst eindringen. Hier müsst ihr einfach schon verstehen, das ist ein Endgame-System, wo eben sich so eine Dimension öffnet und Monsterwellen hervortreten. Und das passiert auf einer solchen Karte, die ihr im Atlas ausgewählt habt, wo ihr euch mit einem Waystone rein teleportiert habt. Und dort findet dieser Breach statt. Warum solltet ihr aber so einen Breach spielen? Warum solltet ihr die Augen offen halten und gucken, da wo ich jetzt eine Karte öffnen möchte im Atlas, da ist so ein Breach-Symbol dran, da ist so ein Bruch. Also warum sollte ich auf so eine Karte gehen und das machen? Die Highlights sind hier Katalysatoren. Das sind spezielle Items, die Ringe und Amulette verbessern können. Des Weiteren gibt es Breach-Ringe, die besonders mächtig sind und durch Katalysatoren weiter gestärkt werden können. Und zu guter Letzt Breach-Stones. Diese ermöglichen dir den Zugang zu einzigartigen Bossen wie dem bereits vorgestellten Zesht, einer der härtesten Herausforderungen im Spiel. Der bringt unter anderem auch besondere Unique Drops mit, die sind im Loot Pool drin. Und jetzt kann man schon mal sehen, was das Endgame von Path of Exile 2 so interessant macht. Wir haben den Atlas besprochen als Grundlage und jetzt haben wir darauf aufgebaut mit dem ersten oder letztendlich zweiten Endgame-System, nämlich Breach. Das findet also auf so einer Karte statt und ihr seht das auch bereits, bevor ihr in so eine Karte rein teleportiert. Und wenn ihr das häufig spielt, also wenn ihr häufig so einen Breach macht, könnt ihr Katalysatoren finden und nur mit diesen Katalysatoren könnt ihr die Ringe und Amulette auf diese Art und Weise verbessern und verstärken. Bedeutet mehr Kraft für euren Charakter, mehr Power für euch einfach insgesamt. Das macht genau diese Aktivität besonders und erstrebenswert. Des Weiteren bekommt ihr diese Breach-Ringe, was ebenfalls nur bei diesem Breach möglich ist und natürlich den Zesht als Endboss. Und wenn ihr Punkte bekommt durch das häufige Spielen von Breach, könnt ihr diese Punkte in den Breach-Baum verteilen, um Breach herausfordernder, aber vor allem auch lohnenswerter zu machen, um eben noch mehr rauszuholen, was Katalysatoren, Ringe und Loot-Drops angeht. Und so habt ihr erstmal eine Möglichkeit, eure Charakter-Power zu verstärken. Die nächste Möglichkeit ist aber nicht weit, denn wir gehen schon zum dritten Endgame-System, was ebenfalls wieder auf einer solchen Karte im Atlas ablaufen kann, wie alle anderen eben auch, nämlich Ritual. Das ist Opfer für Macht. Ritualaltäre erfordern von den Spielern Monster innerhalb eines Kreises zu töten, um diese zu opfern. Nach Abschluss eines Rituals werden die geopferten Monster wiederbelebt und stellen eine zusätzliche Herausforderung für euch dar. Die Mechaniken sind hier zum Beispiel Tribut zu sammeln. Durch das Opfern von den Gegnern wird Tribut gesammelt, der für mächtige Items ausgegeben werden kann. Des Weiteren gibt es Omen, seltene Belohnungen, die als Metacrafting-Items dienen. Sie können gezielt bestimmte Modifier auf Items ändern. Und zu guter Letzt der König im Nebel. Der finale Ritualboss bietet einzigartige Belohnungen und zusätzliche Punkte für den Atlasbaum. Hier habt ihr also auch drei gute Gründe, Ritual zu spielen. Entweder neben Breach oder zusammen mit Breach auf einer Karte oder mal so oder mal so. Das könnt ihr eben alles selbst entscheiden. Aber wenn ihr häufig Ritual spielt, kriegt ihr natürlich Punkte für den Ritual-Skillbaum, um Ritual zu verstärken, zu modifizieren, lohnenswerter zu machen für euch. Des Weiteren sammelt ihr dadurch eben Tribut, um Items euch zu shoppen sozusagen mit dieser Tributwährung. Des Weiteren bekommt ihr diese Omen als seltene Belohnungen und Metacrafting, was natürlich eine besondere Form von Crafting darstellt, um mehr rausholen zu können, einfach durch diesen Prozess und den letztendlichen Boss, der ebenfalls einzigartige Belohnungen mitbringt. Ihr seht also langsam, es dröselt sich auf und ich denke, es wird immer klarer für euch, was daran so cool ist. Wir gehen deshalb auch weiter zum vierten System, nämlich Delirium, die Nebel der Albträume. Delirium überzieht Karten mit einem mysteriösen Nebel, der sowohl die Gegnerstärke als auch die Belohnungen erhöht. Spieler müssen im Nebel bleiben, um die Mechanik zu nutzen, während sie zunehmend stärkeren Monstern begegnen. Die Besonderheiten von Delirium sind destillierte Emotionen.
Diese Crafting-Materialien erlauben es dir, bestimmte passive Fähigkeiten direkt auf Amulette zu übertragen. Des Weiteren gibt es Simulacrum-Splitter. Diese Splitter geben dir Zugang zu massiven Herausforderungen im Simulacrum, wo Monsterwellen für reichhaltige Belohnungen besiegt werden müssen. Zu guter Letzt Delirium-Tablets. Verstärken Delirium-Bereiche durch erhöhte Monsterdichte oder auch zusätzliche Belohnungen. Hier also weitere drei gute Gründe, sich zum Beispiel mit Delirium auseinanderzusetzen. Und gerade hier auch die destillierten Emotionen, um das nochmal einfach hervorzuheben, diese Crafting-Materialien, die es dir erlauben, passive Fähigkeiten direkt auf Amulette zu übertragen, das könnt ihr eben nur mit diesen destillierten Emotionen machen und sonst nicht. Also ihr müsst dann sozusagen Delirium spielen, um diese Optionen zu haben. Durch anderweitiges Endgame kommt ihr eben nicht an die destillierten Emotionen. Gehen wir weiter zum fünften System, nämlich die Expeditionen, Archäologie und Kämpfe. Spieler treffen auf kalgurische Siedler, die Grabungsstätten erkunden wollen. Mit Sprengladungen deckt man Relikte auf, muss sich jedoch auch den erweckten Toten stellen, die aus der Erde hervorkommen, wenn man hier die Explosion zündet. Die Schlüsselpunkte sind hier Explosionsstrategien. Durch geschicktes Platzieren von Sprengladungen können mehr Relikte geborgen werden. Des Weiteren könnt ihr Logbücher bekommen. Diese besonderen Karten bieten größere Grabungsstätten mit umfangreichen Belohnungen, bergen aber auch enorme Gefahren für euch. Zu guter Letzt könnt ihr Relikte, die ihr findet, bei NPCs gegen mächtige Items oder Runen eintauschen. Als nächstes kommen wir zum Trial of the Sekimas. Prüfungen des Wahnsinns. Dieses System ist ein mehrstufiger Dungeon, der Spieler vor zunehmende Herausforderungen stellt. Es gibt 4 Ebenen, die jeweils ihren eigenen Boss haben und zum finalen Pinnacle Boss führen. Die Features sind hier Relikte und Juwelen. Relikte bieten Vorteile für die Trial-Durchläufe, während Juwelen in den Skillbaum eingesetzt werden können, um einzigartige Boni zu gewähren. Dann der Pinnacle Boss, der ein epischer Endgegner ist und die Spieler am Ende der 4. Ebene mit seltenen Relikten als Belohnung erwartet. Dann gibt es einige Relikte, die einen kompletten Hitless Run erfordern, um mächtigere Belohnungen freizuschalten, also unterschiedliche Modifikatoren einfach, um dieses Trial of the Sekimas interessanter und herausfordernder gestalten zu können, um diese besonderen Belohnungen abzustauben, um Punkte zu bekommen für diesen Skillbaum von diesem Endgame-System, um es noch weiter an die Grenzen zu pushen, sei es für euren Loot oder für euch und euren Spielerskill. Last but not least kommen wir mit dem 7. Endgame-System auf die Oberbosse und das Endgame Fortress zu sprechen. Oberbosse stellen die ultimative Herausforderung dar. Sie bewachen Schlüssel, die Zugang zu einem geheimnisvollen Endgame Fortress gewähren. Um den finalen Boss zu erreichen, müssen alle Oberbosse besiegt werden. Die Höhepunkte sind hier Fraktionen und Bosse. Jede Fraktion wird von einem mächtigen Boss und seinen Lieutenants verteidigt. Und hier ist anzumerken, man muss die alle in einer Reihe nach erfolgreich besiegen. Wenn man das nicht schafft und dabei scheitert, ziehen die erstmal weiter auf dem Atlas, also sind dann irgendwo anders auf der Atlaskarte zu finden und ihr müsst die dann erstmal wieder suchen. Als nächstes haben wir als Höhepunkt das Fortress. Zugang erhält nur der, wer alle 3 Schlüssel sammelt und die Oberbosse bezwingt. Die Atlas-Integration ist ein weiterer Höhepunkt. Auch hier gibt es einen separaten Atlasbaum, der auf die Fortress-Inhalte spezialisiert ist. Wie ihr jetzt also hoffentlich aus diesem Video mitnehmen könnt, gibt es 7 Endgame-Systeme zum Start vom Early Access. Es steht außer Frage, dass hier weitere Endgame-Systeme hinzukommen. Denn hier greifen wir auch mal wieder zurück zum Intro, wo ich gesagt habe, dass bestehende Path of Exile 1 Spieler wahrscheinlich öfter schmunzeln mussten. Warum? Es gibt zum Beispiel die Expedition bereits in Path of Exile 1. Es gibt auch Delirium, es gibt auch Ritual zum Beispiel, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Die sind bereits spielbar. Wenn man jetzt Path of Exile 1 öffnet und ein bisschen durch die Akte durchgeht, wird man auf diese Mechaniken treffen. Der Unterschied ist aber, dass diese einzelnen Mechaniken nochmal von Grund auf neu designt und erweitert wurden für Path of Exile 2. Man kennt also den Look und Feel von dieser Mechanik, aber was uns da alles erwarten wird, welche Belohnungen es da konkret gibt und warum man das eben auch machen sollte in Path of Exile 2, da hat sich vieles dran geändert, wenn man auf Path of Exile 1 zurückblickt. Das Besondere bei Path of Exile 2 mit diesen Endgame-Systemen ist einfach, dass ihr für jedes Endgame-System einen guten Grund habt, es zu spielen, weil jedes einzelne Endgame-System euch bestimmte Belohnungen gibt und ihr diese Belohnungen nur über
dieses bestimmte Endgame-System bekommen könnt. Während ihr bei diesem Endgame-System dabei seid, es zu meistern, verdient ihr Punkte, um es schwerer, aber auch lohnenswert zu machen, um die Herausforderung für euch weiter zu steigern, aber eben auch die Loot-Drops und Möglichkeiten zu verbessern für euch. Wenn wir zum Beispiel über die einzelnen Bosse reden, die es bei jedem, ich denke, bei jedem Endgame-System gibt, dann droppen diese Endgame-Bosse bei jedem Endgame-System unterschiedliche coole Sachen. Also im Loot-Pool sind die dann drin, auch entsprechend der Schwierigkeit, die ihr bereits über den Skillbaum dann freigeschaltet habt. Bedeutet, ihr solltet also danach streben, auch den Skillbaum zu nutzen, die Punkte reinzuverteilen, um dieses System zu stärken, weil das euch dann auch bessere Drops und auch andere Drops freischalten kann, um euren Charakter auf lange Sicht immer stärker zu machen. Und deshalb ist das so cool angekommen, glaube ich, bei der Community, weil man eben diese Motivation bekommt. Man weiß direkt von Anfang an, und ich hoffe, ihr jetzt auch nach diesem Video spätestens, dass ihr von Anfang an wisst, dieses System ist lohnenswert für den Grind, weil ihr dann das bekommt und das dann machen könnt und einen passiven Skill für euer Amulett zum Beispiel freizuschalten und so weiter. Es gibt also gute Gründe, es zu spielen. Und ich glaube, genau da liegt letztendlich der Hund begraben. Bei weiteren Fragen postet es unten natürlich gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da, wird mir sehr helfen. Mich sehr freuen natürlich, euch dabei zu haben, auch in Zukunft für weiteren Path of Exile 2 Content. Bis zum nächsten Video, haut rein und ciao. We'll be right back.